Hi Leute, willkommen zurück zu Lies of P. Wir haben den ersten Boss besiegt letztes Mal und schauen uns jetzt mal weiter hier um. Gehen hinter das Festival. Und schön, dass ihr dabei seid und danke natürlich, wenn es euch gefällt und ihr das Video auch liked dementsprechend oder was Nettes kommentiert. So ein Dankeschön reicht ja aus. Also, vielen Dank. So, ich habe ja die Demo nicht mehr so weit gespielt, also bald kommen wir zum Glück auf Blind-Territorium. Farbe-Katalysator. Wie viel man davon findet, ich sollte die vielleicht mal benutzen, ne? Du bist ein Fragment. Warte mal. Ich meine, ich kann eh nur drei tragen, aber... Aha. Cannot enter. Energy depleted. Gut, dass du futsch bist. Hotel Grad, der größte Luxus, den sie je erlebt haben. Die Schrift geht viel zu schnell weg. Gönnen Sie sich den Genuss eines unvergesslichen Tages. Nee, ist nichts mehr hier. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Ja, die erste Lüge im Spiel, das habe ich ja auch schon ausprobiert. Sekunde mal ganz kurz, ich muss mal was. So. Ja, wie gesagt, erste Lüge im Spiel. Es scheint ja wohl eine Bewandtnis zu haben mit den Lügen. Ich weiß auch nicht. Wenn man jetzt öfter lügt, was das dann auslöst im Spiel, aber es scheint sehr, sehr hohe Gewichtung zu haben anscheinend. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ein versteckter Mondstein. Denn hier verbessert normale Waffenklinge bis zu plus 3. Ein seltenes Verbesserungsmaterial, das in verschiedenen Teilen von Grad gewonnen werden kann. Es kann die Klingen gewöhnlicher Waffen verbessern. Der Mondstein war nicht von dieser Welt, aber er war das beste Material für die Verbesserung. Okay. Ihre Eile trieben die Techniker die Verwendung des Mondsteins für die Waffenverbesserung voran, ohne Zeit zu haben, ihn weiter zu prüfen. Warte mal, ich glaube, ich werde mir mal die anderen Waffen noch kaufen. Kurz. Also das muss ich später da wieder hin. Ich frage mich, ob es Schnellreisen gibt zwischen diesen Stargazern. Ja, wie gesagt, also in der Demo habe ich das ja schon gemacht. Da kommt man nicht umhin zu lügen beim ersten Mal. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was passiert, was das auslöst. Auf Dauer. Vielleicht andere Spielereignisse oder so. Oder Gegner werden leichter oder schwerer dementsprechend. Bin ich mal gespannt. Out here alone? Aber wie gesagt, du kommst nicht umhin zu lügen beim ersten Mal. So, den habe ich ja, den Rapier. Jo. Oh, der hat nur noch einen. Schade. Nee, das kaufe ich nicht, die Bombe. So, was nehmen wir denn? Das Großschwert hat 13 Gewicht. Entschlossenheit, das ist mehr auf beides, das ist mehr auf Technik. Pulszellenladung 10, Farbladung, okay. Ja, das hier ist richtig gut beim Blocken, das Schwert. Das hier jetzt. Ich glaube, das hatte ich, wie gesagt, in der Demo. Wie viel
Wie habe ich denn jetzt an Ausrüstungslast? Oh, etwas schwer. Ne, dann werde ich das mal ablegen. Also bin ich jetzt 44% Auslastung, sah man oben rechts. Das reicht ja auch. Die Klamotten, die scheinen ja auch nicht wirklich einen Rüstungswert zu haben. Es geht nur um die Waffen, denke ich mal. Ich mag auch das Wetter, ey, wie es hier die ganze Zeit so richtig stürmen regnet. Voll gut. Erste Lüge. Welcome to Hotel Krat. Jo, deine Federn reagieren. Vielleicht werde ich ja irgendwann ein echter Junge, wenn ich genug lüge. Auf ihn. Mega geil. Richtig übel, wie die ganzen Puppen alles niedergemetzelt haben. Voll gut. Legion wird verbraucht, wenn du eine Legionswaffe benutzt. Wenn du nicht genug Legion hast, dann Pech. Hotel Krat. Morgendämmerung nach dem Regen. Kann von mir aus den ganzen Tag hier regnen. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans, and that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Ist sie ein Mensch oder eine Puppe?
Du kannst über Sophia mit Hilfe von Ergo einen Stufenaufstieg durchführen. Du kannst deine Werte erhöhen, wenn du aufsteigst. Ja, wie gesagt, es ist... Ja, Max Ladung oder Technik? Fortschritt. Mach das nochmal. Einfach nur mehr Legionen. Stärke ist halt Stärke, aber ich habe keine Waffe, die Stärke braucht. Also das Schwert schon, das große, aber... Komme ich immer Entschlossenheit. Nee. Maximale Ladung gibt mir auch mehr Gewicht. Look at Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor. But perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Mondphasentaschenuhr. Aha. Da. Mondphasentaschenuhr. Ins Hotel oder zum letzten verletzten Stargazer teleportieren. Eine Taschenuhr von Sophia. Die Kraft im Inneren der Uhr bringt den Benutzer zum letzten Stargazer, den er besucht hat, oder zum Stargazer des Hotels. Eine Taschenuhr mit mystischer Kraft. Die Macht der Uhr dreht die Zeit zu dem Zeitpunkt zurück, als der Junge in bester Verfassung war. Okay. I'll use my power to help you. Oh, das Ergo. Ergo is the miracle that made Krat prosper. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Krat wealthy. When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. Monatslampe. In the folklore of Krat, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Ich bin gespannt. Schön und edel das eins gewesen sein muss, das Hotel. Leute, das ist alles blind jetzt. Ich freue mich so. Wer bist du denn? I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this. Geppetto left it with me. Ich glaube, das sind echt alles Menschen. Sophia bin ich mir nicht ganz sicher, aber. Oha. Und was Pinocchio angeht, er könnte immer noch einfach nur ein Mensch sein mit einem Roboterarm. Legionswaffe. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedliche Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Vergini-Handwerksmaschine vorgenommen werden. Schnur. Kann sie ja nicht einsetzen. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Ja, gut, wenn ich das jetzt schon verbessern kann. Wenn du einen Mondstein hast, kann Eugenie dir helfen, die Klinge deiner Waffe zu verbessern. Oder einer Waffe. Die Angriffskraft der Waffe wird erhöht, wenn du die Klinge verbesserst. Einige Klingen können nur mit einem speziellen Mondstein verbessert werden. Aha. 7 physischer Angriff plus. Winterrapierklinge, Klinge des Großschwerts des Schicksals. Nebelklinge einer Puppe. Ja. Yeah. Aha, aha, aha. Okay.
Griff ändern. Mithilfe von Eugenies Kurbeln kannst du Waffengriffe verändern. Die Eigenschaften jedes Griffs verbessern sich je nach den Standardfähigkeiten deines Charakters. Du kannst diese Eigenschaft um den Grad einmal mit einer Griffveränderung verändern. Oder Griffänderung verändern. Du kannst dich jederzeit mit einer ausgeglichenen Kurbel zurücksetzen. Aha. Hier, da wird die Entschlossenheitsskalierung verbessert, aber die Technik zurückgeschraubt. Aha. Hier, Technik, da wird es mehr auf Geschick, also auf Technik gesetzt. Und hier, Fortschritt. Ja, geht die Skalierung auf Fortschritt und zurücksetzen. Ja, ganz basic halt, ne? Man kann die Attributskalierung einfach verändern. Und das Ganze rückgängig machen. Stargazer. A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Aha. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The Stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Ich weiß noch nicht so ganz, was jetzt hier passiert ist. Warum sind die Viecher so durchgedreht? Wer ist dran schuld? Das Kampfsystem ist halt auch eingängig, wenn man so Spiele wie Bloodborne schon gespielt hat. Viel Glück für alle Besucher, Ruhe für alle Reisenden, Glück für alle Freunde. Man kann auch so einen kleinen Hopser machen, aber der ist halt echt nicht hoch. Schön, dass ihr aussieht, Mensch. Venninis Reiseführer. Venninis Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Krat. Nummer 1. Die Attraktion des Monats, Hotel Krat. Das Hotel Krat ist eines der unheimlichsten und geheimnisvollsten Gebäude der Stadt. Laut Überlieferungen ist das Hotel Krat eine abgelegene Burg, die von einem Aristokraten erbaut wurde, der einer Form des Okkultismus zugetan war und eine Offenbarung von einem leuchtenden Baum erhielt. Eine Zeit lang wurde es als Nervenheilanstalt benutzt. Oder genutzt, um einige Patienten und einige Patienten berichteten, dass sie Halluzinationen hatten. Die Aufzeichnungen sind jedoch nicht mehr vorhanden, da sie alle bei einem großen Feuer zerstört wurden. Vor allem die Tatsache, dass es so weit unter der Erde liegt, verstärkt die Gerüchte. Manche sagen sogar, dass es mit einer unbekannten Hölle verbunden ist. Das erhöhte vor allem die Attraktivität des Hotels Krat, das im neuen Stil renoviert wurde. Während sich die jüngsten Gerichte über das Geisterhotel der großen Ausstellung verbreiten, wollen immer mehr Kunden tatsächlich in diesem Hotel übernachten. Als nächstes folgt ein Kommentar der Hotelbesitzerin, Miss Antonia. Oh, tschüss. Ein Geisterhotel? Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe. Aber zum Glück sind unsere Hotelgäste mutig wie Löwen. Alles also kein Problem. Bewertung 4 von 5. Traurig und geheimnisvoll, das beste Resort in Krat. Reporter Medoro. Dieser Reiseführer wurde mit der Unterstützung der Firma Vignini Freuden der Stadt erstellt. Freunden der Stadt. Wer bist du denn? Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia. And this is my hotel. Welcome. Oh, I knew from the moment we met the Giorgio Petto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh.
I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Ich mag die Leute, die geben mir alle Klamotten oder Sachen oder... People have no idea so many secrets are buried in Kraft. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Etwas über das Lügen. Ja, das ist interessant. I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. Was ist nicht auch gefährlich, gerade so jemand wie Pinocchio, der sehr mächtig ist? I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. If you have any questions, ask my butler, Polandina. Okay. Gucken wir mal. Ach hier, die Puppenschnur. Eine Legionswaffe, die einen Draht schießen kann. Er kann um einen Feind geschlungen werden, um ihn zu dir zu ziehen oder dich zu ihm zu bewegen. Die Stalker haben ein Werkzeug entwickelt, das ihre Beweglichkeit im Kampf mit den Puppen erhöht. Der Draht verringert sofort den Abstand zwischen einem selbst und seinem Feind, aber die eigene Sicherheit kann danach nicht mehr garantiert werden. Puppenschnur. Oha, warte, warte. Verfolgen, ausweichen, Kettenangriff. Kann ich die upgrade oder was? Ja, was haben wir denn da? Jemand ist Erinnerung. Die Uniform eines vornehmen und würdevollen Internats. Diese Kleidung wurde schon einmal getragen. Die Schuluniform eines berühmten Internats in Krat. Auf einer eleganten Brosche ist die Initialie M eingraviert. Ah, und hier Kleidung zeigen, sitzen, Boden prüfen. Also Emotes haben wir auch. Interessant. Wie gesagt, ich mag die Leute, die schenken uns immer Sachen. Und sie scheint sehr nett zu sein. Die Butlerpuppe? Welcome to Hotel Krat. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Ich find's übrigens nicht schlimm, dass die Lippenbewegungen rausgelassen haben. Der große Bund. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law. A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Ja, irgendwas scheint die ja so umgeschrieben zu haben, dass sie jetzt Menschen verletzen. Welcome to Hotel Krat. Was hast du denn? Katalysator, Legionsmagazin, eine Polymerfüllung, die die spezielle oder spezifische Fähigkeit einer Legionswaffe aktiviert. Sie kann in eine Legionswaffe implantiert werden, um Legion schnell aufzuladen. Die Polymerkugeln, die in Legionswaffen verwendet werden, wurden in Zusammenarbeit mit den Vegnini-Werken hier entwickelt. Diese Kugeln durchlaufen in der Legionswaffe eine chemische Reaktion und verwandeln sich in verschiedene Substanzen wie Feuer, Elektrizität oder Säure. Ja, da hat die Consumables einfach. Ja, das habe ich jetzt auch schon gedacht. Man kann ja die Waffen verbessern, indem man die Attributskalierung verändert. Aber kann man sie jetzt auch mit Säure, Elektrizität, Säure kannte ich noch nicht, oder Feuer verbessern? Das wäre dann halt wieder so wie Bloodborne, ne? Dass man jetzt Waffen so Elektro-Eigenschaften gibt. Und das ist der Schlüssel für den Eingang. Was? Rosa? Die Texte verschwinden so schnell. Rosa Isabella Straße. Ah, das ist so der Hub hier. Oder das Hub. Und später kann man wahrscheinlich dann überall hier hinreisen, ganz schnell. Fest verschlossen.
Aber ich freue mich so drauf, wenn später die ganzen Gebiete hier unlocked werden. Mega geil. Bei mir gibt es ja auch Geheimgänge. Also Illusory Walls oder sowas. Das ist gar nicht unheimlich. Ich finde das voll schön, dieses Hotel. Gegenstände können von, ja, von der Dietermann Hotel erworben werden. Gut. Ich bin mal gespannt. Überhitzung erhöht den Feuerschaden, den sowohl dein Charakter als auch Monster erleiden, fügt kontinuierlich Feuerschaden hinzu. Aha. Am Lügen. Jetzt wird aber trotzdem nicht gesagt, was das macht, das Lügen, auf Dauer. Bitch. Eingang Elysion Boulevard, bewölkter Morgen. Die ganzen Leichen hier, Alter. Und das beunruhigt die Leute gar nicht jetzt so wirklich im Hotel. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. War gut, Germany Cricket. Er ist schon eine coole Sau. Frage ist, er activated. Ach, die Schrift ist so märchenhaft irgendwie. War gut. Ein Sternfragment. Wieder was Neues. Ein Meteoritenfragment, das in verschiedene Teile von Krat gefunden werden kann. Es kann am Rissruf durch einen Bossbereich verwendet werden, um ein Gespenst zu beschwören. Sternfragmente durchqueren die Dimensionen und erfüllen menschliche Wünsche. Wenn du es dir verzweifelt genug wünschst, können sie vielleicht jemanden herbeirufen, der dir helfen will, diese Welt zu retten. Ah, ist klar. Damit. Ah, die Wurfzelle. Die Elektrowurfzelle. Vielleicht kann ich damit ja dann quasi Hilfe für den Boss beschwören. Diese Puppen, dieser Puppendraht geht. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Die werden glaube ich schon stärker, die Puppen. Die haben vorher nicht so viel ausgehalten. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich... Die Lampe war gar nicht an. Schade, dass sich die Aufladung verbraucht, auch wenn man nichts damit trifft. Das ist halt wie ein Bloodborne, ne? Was ist denn hier? Besonderes. Ein Lada 5150 Rahmen.
Ja, wie gesagt, das ist die Wurfzelle. Hier. 10 Gewicht hat der. Aber auch physische Schadensreduzierungsrate. Teile, die Puppenrahmen verbessern. Ach, sie absorbieren physischen Schaden. Eine Sonderanfertigung für Lada, die Werkstatt für Puppenteile. Sie ist seit langem im Einsatz und daher trotz ihres hohen Gewichts zuverlässig. Kann ich das hier einsetzen irgendwo? Konverter der alten Generation, Kartuschenprototyp, zertifizierte Fütterung. Oh, kann ich sogar. Oh. Der Laderahmen. Weil ich das mit dem Gewicht irgendwie in Kontrolle habe, geht's ja eigentlich. Er fährt doch nicht zu viel, sonst werde ich vielleicht zu langsam oder Ausdauer steigt. Geht zu langsam dann wieder. Track. Oh, ich hab's gehofft, dass er das kann. Sehr schön. Ergo ist live. Gehen wir auf Machina Workshop. Mag keine Fernkampfgegner. Das Gemini ist Notfallschutz. Hier, das Parademeister Ergo. Gemini ist Notfallschutz. Beschützt bei Treffer vorübergehend das Todesergo. Nahrung für die Grillenpuppe, die mit Hilfe von Gemini erhält. Die Hilfe von Gemini erhält. So. Wenn sie eingesetzt wird, wenn es den Todesergo zu holen gibt, reduziert sie den Ergo-Verlust, wenn sie getroffen wird. Das Gemini-Modell war so konzipiert, dass es mit Ergo gefüttert werden konnte, um Affinität aufzubauen. Doch niemand hätte sich vorstellen können, dass dieses Modell noch eine weitere Fähigkeit besaß, die noch spezieller war. Keine Sorge, ich werde dich beschützen. Heißt also, wenn ich sterbe und mein Ergo irgendwo rumliegt und ich das halt einsammeln will und dabei wieder drauf gehe, aber das Ding benutze, dann verliere ich halt nicht alles, sondern wahrscheinlich nur ein Teil. Interessant. Oh. Wow. Alter. Alter, der verliert aber echt wenig Lebensenergie. Attributs, Reinigungsampulle und Sternenfragment. Macht dann die Ampulle. Attribut Statusleiden entfernen. Eine spezielle Ampulle, die Attributsleiden einer Puppe läutert. Wenn sie benutzt wird, entfernt sie Überhitzung, Elektroschock, Verfall und Verderbnis. Einige Statusleiden sind selbst mit Innenteilen schwer zu überstehen. Die Reinigungsampulle wurde entwickelt, um die Statusleiden einer Puppe sofort zu beseitigen. Okay.
Dann würde ich mal stattdessen... So. Oh, wo ist es jetzt? Hier. Bestimmt noch von der Seite gleich. Widerstandsampulle. Das ist schon wieder. Eine spezielle Ampulle, die die Attributswiderstände einer Puppe erhöht. Bei Verwendung erhöht sich die Widerstandsfähigkeit gegen Überhitzung, Elektroschock, Verfall und Verderbnis. Eine gute Verteidigungsposition ist manchmal besser als ein Angriff. Die Widerstandsampulle wurde entwickelt, um die Toleranz der Puppen gegenüber abnormalen Zuständen zu erhöhen. Hab's so gewusst. Wurfobjekt, Entschlossenheit und Technik. Ein scharfkantiges Rohr, das geworfen werden kann. Es durchdringt den Feind und fügt ihm durchbohrenden Schaden zu. Manche Wurfwaffen haben allein schon eine große Zerstörungskraft. In Verbindung mit der Kraft der Puppen bedarf es keiner weiteren Worte. Hier kann ich da hin. Oh ja. Elektrobett-Schleifmittel. Shortcut? Nee. Oh, ein Glück. Direkt am Mondstein. Ah. Ach, das ist doch der Shortcut. Fantastisch. War gut. Nötig, ey. Hier. Jo. Ich hole mir auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen neue Heilung und Upgrade. Stargazer teleportieren. Du kannst dich von einem Stargazer zu einem anderen teleportieren. Du kannst nur zu denen reisen, die du aktiviert hast. Stargazer in Gebieten mit einem Ereignis werden mit einem Hinweis markiert. Oh, wie gut, dass ich jetzt schon so früh teleportieren kann. Puppenschnur. Mit Gemini reden. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Okay. Ach, scheiße, ich bin so doof. Ich hab gar nicht den Dings aktiviert. Im Hotel. Stargazer. Naja. Ja, aber schade. Am Anfang konnte ich ja direkt aufleveln am Stargazer. Jetzt geht das wohl nicht mehr, weil ich zu Sophia muss. Hat jetzt wieder so ein bisschen was Demon's Souls-mäßiges an sich. Also ja, auch nicht so schlimm. Am Lügen.
ja nur ein paar Meter hier. Cool, aber auch immer läuft, ne? So. Sehr gut. I'll use my power to help you. Das ist aber nett. Mehr Technik. Ich glaube, ich bleibe auf Technik. Also Geschick. So. Ach kacke, ich hätte auch die Uhr benutzen können, fällt mir gerade ein. Dies Jahr, damit komme ich an den letzten oder halt zurück ins Hotel. Naja. Vielleicht ist das Hotel gar nicht anwählbar zum zum Teleportieren hier. Diese Vignette auch ganz nett. Also ich guck mal kurz. Nee, siehst du? Ah nee, doch unten Hotel Grad mit X. War vielleicht eben schon da, ich hab's noch wieder nicht gesehen. Ich finde es auch witzig, dass die alle aus der Animation so rausgestaggert werden. Na, noch jemand springen? Oh, wie gesagt, ich hasse Gegner, die schießen. Gut, Leute, das war's aber für den Part. Jetzt erstmal. Guck ich mal diese Waffe an. Das ist doch ein Kaminputzer. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen, für die Like-Arenos und Kommentare. Und wir sehen uns zu Lies of P. Bis dann. Tschüss.